Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Hier immer noch in Mulgore unterwegs im Kampf Narrach mit unserem Tauren Hunter namens Impact. Eigentlich wollte ich den gar nicht Impact nennen, sondern Ahok, aber irgendwie habe ich das im letzten Mal doch so ein bisschen verplant und habe das verwechselt. Egal, wir werden uns jetzt hier nicht am Namen aufhalten. Ich habe auch nur Begleiter 1. Und der heißt auch Weitschreiter. Kein besonders einfallsreicher Name. Was haben wir da? Gepanzerte Kampfeber 10 Stück. Sollte an sich kein Problem darstellen. Ich bin ja im Moment am überlegen, wie ich meinen neuen Kanal jetzt aufbauen soll. Das Ganze ist natürlich ärgerlich, aber es bietet mir auch einige neue Chancen, die ich jetzt habe. Was ich so anders machen kann, was ich früher vielleicht falsch oder beziehungsweise was ich besser hätte machen können. Das betrifft natürlich auch die Projekte. Und die Frage ist, was ich mir jetzt noch so als drittes Spiel einfallen lasse. Pokémon und World of Warcraft, das habe ich ja aktiv. Ein drittes wäre ganz nett, wenn ich das noch dazu nehmen könnte. Schon wieder ein Rahmenob hier. Wo ist denn der Kerl? Da hinten. Seht ihr, dafür ist das Addon hier echt ziemlich klasse. Das markt automatisch hier die Gegner und dann kann ich die hier gleich ganz schön ins Target nehmen. Und das Tolle ist ja hier, die Rahmenmobs bringen ja seit Kataklysm richtig viel EP. Zack und Level up. Einen kleinen Beutel gab es sogar. Also wie gesagt, es gibt mir halt einige neue Chancen. Scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, jetzt. So ein Crap. Ich weiß gar nicht, was das war. Und Pokémon, WoW habe ich im Moment. Und jetzt ist die Frage, was nehme ich als drittes? Da hätte ich halt Minecraft als Möglichkeit. Wobei ich halt da nicht weiß, inwieweit ich mich da auf Dauer motivieren kann. Sobald mir da die Ideen ausgehen, was ich bauen kann, war es das mit der Freude für mich an Minecraft. Was hätte ich noch? Ja, ich könnte natürlich noch mal Gothic anfangen. Allerdings würde ich, glaube ich, nicht Gothic 1 spielen, sondern wenn Gothic 2. Weil Gothic 1 habe ich jetzt schon zweimal versucht anzufangen, habe es jeweils nicht geschafft, es zu Ende zu spielen. Und der Anfang hängt mir mittlerweile so ein bisschen raus. Muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Risen wäre auch eine Alternative, wobei ich so das Gefühl habe, Risen ist nicht so beliebt. Keine Ahnung warum. Weshalb Risen auch wohl flach fallen wird. Mal schauen. Vielleicht mache ich auch so eine Abstimmung, sobald wieder ein paar mehr auf diesem Kanal gelandet sind. Ach so, hier jetzt. Die Droge soll ich hier irgendwie vergiften, verbrennen. Verbrennen. Dort hinten ist die letzte, der letzte Trog. Na, sehr schön. Können wir auch direkt wieder abgeben. Ich muss auch sagen, ich bin ganz froh, dass ich jetzt hier mal wieder Horde spiele. Denn so gerne ich auch den Allianzkrieger gemocht habe, den ich gespielt habe, Hanare, die ist ja nicht weg, so ist es ja auch nicht. Aber so sehr ich die auch gemocht habe, das ganze Allianzgedöns, das kenne ich halt langsam. Das ist die Scheiße. Ich kenne es einfach langsam auswendig. Und immer wieder das gleiche durchkauen, das ist einfach anstrengend auf Dauer. Und ich denke, so spätestens in Burning Crusade hätte ich da den Spaß an der Freude verloren. Scheiße, das wollte ich nicht, aber das hier. Ja. Und letztendlich bin ich irgendwie auch nochmal froh, dass ich nochmal die Klassik-Gegend so ein bisschen durchspielen kann, weil ich die Klassik-Gegend mit Abstand am schönsten in World of Warcraft finde.
Auch jetzt die neu überarbeitete Version, die finde ich richtig toll. Und diesmal können wir vielleicht in Gebiete gehen, in denen wir vorher nicht so waren. Zum Beispiel hatte ich mir ja im letzten Let's Play vorgenommen, unbedingt mal nicht nach ins Steinkeilengebirge, sondern nach Desolace zu gehen. Das habe ich nicht gemacht. Sehr bedauerlich. Und Gorokrater waren wir auch nicht und Silithus auch nicht. Also gibt viel zu tun, viel, was ich anders machen kann in diesem Let's Play. Man muss ja alles irgendwie immer versuchen, auch von der positiven Seite zu sehen. Und dementsprechend sollte man das Ganze nicht so kritisch sehen mit dem neuen Kanal. Das einzig Ärgerliche ist halt, dass ich meinen Abonnenten von damals nicht allen Bescheid geben kann, dass ich jetzt einen neuen Kanal habe. Leider ärgerlich. Was soll's. Ich sag mal so, die Leute, die meine Videos auch gerne gesehen haben, die werden früher oder später auf die Facebook-Seite gehen und dort ist ja alles verlinkt. Dort steht ja alles, was passiert ist. Dafür muss man ja nicht mal meine Seite liken oder bei Facebook angemeldet sein. Einfach nur mal auf den Link klicken und dann sieht man direkt, was los ist. Habe ich das ja erklärt. Und vielleicht kommt der ein oder andere dann hier noch nach. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich finde, Mulgore ist einer dieser Orte hier in World of Warcraft, die mit Nagrand zu meinen Lieblingsgegenden gehören. Vielleicht auch mit dem Brachland. Wobei jetzt nicht das neue Brachland, das ist nicht mehr so meins, sondern hauptsächlich das alte Brachland. Wo das hier noch nicht so gespalten wurde hier. Das gefiel mir damals doch besser. Mit Crossroads da so in der Mitte als Kreuzungspunkt da, wo wirklich immer was los war, sich immer jemand gefunden hat zum Low-Level-Duell. Das war wirklich schön. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Auch diesmal werde ich ohne Level-Gear spielen. Um das Ganze hier so ein bisschen in der Klassik-Gegend herauszuzögern. Weil wenn du jetzt hier das Level-Gear anlegst, dann bist du einfach viel zu schnell aus diesem Gebiet raus. Und das ist einfach schade, weil dafür ist das Klassikgebiet zu schön. Einfach viel zu schön, ja. Definitiv. Oh, einen muss ich noch üben. Oh, jetzt müssen wir auf den Berg da oben. Außerdem finde ich es ja auch immer ärgerlich, wenn man jetzt zum Beispiel Instanzen geht. Und das habe ich ja, wie auch schon in den letzten WoW-Let's Plays von mir vor. Also wirklich jede Instanz mindestens einmal, wenn nicht sogar öfter, falls ich was Bestimmtes daraus möchte. Und es ist einfach schön, dort die Items, die man theoretisch bekommen könnte, auch zu benutzen. Das Ding ist halt, wenn du dein komplettes Level-Gear hast, und mittlerweile gibt es ja sogar die Hosen und keine Ahnung was noch, dann ist es einfach ärgerlich, dass du den meisten Kram davon gar nicht brauchst. Weil dein Level-Gear einfach um Legenden besser ist und dann gehst du eigentlich in diese Instanzen ausschließlich für die Experience, für die Quests, die du dort machen kannst. Aber die ganzen Epics, beziehungsweise nicht Epics, sondern Gegenstände, die du dort bekommen kannst, Epics sind es ja in den seltensten Fällen, die sind für die Katz. Und das ist doch einfach ein bisschen schade. Und deswegen. Und deswegen ist das doch ein bisschen traurig. Use your water of vision in your bags, you will fly to Bloodhoof Village. Ach so, jetzt fliegen wir zurück. Das schöne Mulgore. Wie das mit den Uploads jetzt in Zukunft laufen wird, weiß ich noch nicht genau, aber es wird auf jeden Fall jeden Tag etwas kommen. Das werde ich jetzt hier nicht nochmal so einschlafen lassen.
wie das letzte Mal. Wobei ich jetzt hier nochmal erinnern möchte, dass ich das letzte Mal, also auf dem alten Kanal, seit dem letzten Upload, dass ich da nichts mehr hochgeladen habe. Das liegt ausschließlich daran, dass ich mich nicht mehr auf meinem Account einloggen konnte. Ich habe sogar noch alte Videos von Hanare sogar, glaube ich, hochgeladen. Die hätte ich nur noch freischalten müssen. Von dem Krieger. Aber das war mir alles nicht mehr möglich. Also das lag nicht daran, weil ich irgendwie keinen Bock hatte. Es war sogar so, dass ich in letzter Zeit extrem viel Lust auf Let's Plays hatte. Und auch teilweise einfach viel Zeit. Und die wollte ich dort schön rein investieren, aber... Google hat mir dann Strich durch die Rechnung gemacht. By the way, habe ich heute am 24., also gestern theoretisch, habe ich am 24. die letzte Mail von Google bekommen bezüglich des Recovery-Programms. Ach so, hier ist ja immer noch der 9. Geburtstag von WoW. Ich möchte aber keine Bonus-Experience. Habe ich die neueste Nachricht von Google bekommen bezüglich des Recovery-Programms meines Kanals. Und wer hätte gedacht, sie haben es natürlich wieder abgelehnt. Keinerlei Begründung hingeschrieben. Immer wieder diese Standard-Message. Was soll ich dazu sagen? Pech gehabt. Mit Sicherheit auch teilweise selbstverschuldet, beziehungsweise eigentlich ja komplett selbstverschuldet, aber halt auch teilweise fahrlässig. Allerdings verstehe ich nicht, warum Google da so ein Träger rausmacht und das so problematisch macht, dass ich da meinen Kanal wieder bekomme. Also meines Erachtens müsste es ausreichen, die Geheimantwort zu kennen und die alte Handynummer. Das sollte theoretisch ausreichen. Kann ich halt nicht ganz nachvollziehen, warum das in diesem Fall nicht ausgereicht hat. Naja. Wir werden es wohl nie erfahren. Die Frage ist halt, ob mein Kanal irgendwann gelöscht wird. Also ich habe es ja eigentlich nicht so gerne, dass da meine Videos noch die ganze Zeit hochgeladen sind, ohne dass ich noch eine Möglichkeit habe, darauf zuzugreifen. Aber vielleicht wird er irgendwann mal gelöscht aufgrund von Inaktivität. Ein Vorteil hat das auch natürlich jetzt auch noch, im Nachhinein betrachtet, dass ich hatte ja mehrere Kampfgilden-Videos von WoW hochgeladen. Ich weiß nicht, wer sich da von euch, beziehungsweise ja, von euch wird sich da keiner dran erinnern können wahrscheinlich. Oder die wenigsten, die von meinem alten Kanal hier hingekommen sind. Da hatte ich jedenfalls solche Kampfgilden-Videos hochgeladen in World of Warcraft. Das war, für alle, die WoW nicht kennen, irgendwie sowas Off-Topic-mäßiges in World of Warcraft. Also nichts, was mit reinem Leveln zu tun hatte, sondern halt so ein Special-Video. Und die hätte ich halt recht aktuell hochgeladen, also zu dem dieses Kampfgilden-System rauskam. Und dort habe ich halt extrem viele Klicks bekommen. Und dementsprechend sind auch viele Leute über diese Kampfgilden-Videos auf meinen Kanal gekommen, haben mich dann abonniert in der Hoffnung, dass irgendwelche random WoW-Videos kommen, die ja einfach mal nicht kommen, weil mein Kanal immer noch ein Let's Play-Kanal ist und kein WoW-Gaming-Kanal. Also ich mache hier viele Spiele, viele verschiedene Spiele, nicht nur WoW, auf gar keinen Fall. WoW ist ein tolles Spiel, aber einen Kanal nur auf WoW zu begründen, dafür fehlt mir die Lust. Also ich brauche schon ein bisschen Abwechslung. Außerdem ist es natürlich auch so, sobald man sich nur auf ein einziges Spiel fokussiert, ist es halt auch schwieriger, neue Zuschauer zu gewinnen. Und umso vielfältiger man aktiv ist, desto mehr Leute spricht man an. Desto mehr Leute kommen eventuell auf deinen Kanal und desto mehr Leute schauen dir zu. Und das ist ja der Sinn, warum ich das hier mache. Ich finde es einfach toll, Feedback zu bekommen. Und deswegen nehme ich das jetzt auch nochmal auf mich, das Ganze neu anzufangen. Auch wenn es wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern wird, bis ich wieder
so etwa auf meinen alten Kanal komme. Von der Abozahl, von den Zuschauern, die ich hatte. Ich habe ja gesehen, das letzte Video, was ich dort hochgeladen hatte, mein Gott, es haben 11 Leute tatsächlich geliked. Das war...